Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Alexandra. Alexandra, wo kommst du her? Aus Salzburg. Aus Salzburg, erst ja. Mal hier? Nein, schon ganz oft da gewesen. Warum kommst du immer wieder hierher? Weil die Mutter Gottes mich gerufen hat zu kommen. Und das habe ich jetzt schon in diesen Tagen erfahren, dass ich einfach ganz beschenkt bin. Oft ist es so, dass man herkommt und überhaupt nicht weiß, warum soll ich jetzt kommen. Aber diesmal hatte ich echt so, dass irgendwie in mir die Mutter Gottes schenkt mir was. Und sie hat mir schon so viel geschenkt. Wow, unglaublich, dass du strahlst. Ja. Und wie würdest du jemanden beschreiben, der Medjugorje nicht kennt und du sagst, ja, die Mutter Gottes ruft mich hierher? Zuerst einmal hab keine Angst zu kommen. Ja? Ja, manches Mal ist es so, dass man so viel hört und so viel, was einem vielleicht irgendwie irritiert oder so. Und kann das sein, dass die Mutter Gottes erscheint? Wichtig ist, wenn du Sehnsucht hast nach Gott, wenn du Sehnsucht hast, dem lebendigen Gott zu begegnen, dann komm daher. Und wenn du keinen Frieden im Herzen hast, dann komm nach Medjugorje. Sie ist die Königin des Friedens und sie schenkt dir den Frieden. Und es geht ja nie um die Mutter Gottes selbst. Es geht immer, dass sie uns zu Jesus führt. Und das ist das Geniale an Medjugorje. Die Mutter Gottes stellt sich nicht in den Vordergrund. Sie nimmt uns an der Hand und führt uns zu Jesus. Und sie nimmt uns und lasst uns so wie sie, wenn wir uns von ihr begleiten lassen, wirklich hilft sie uns, gute Jünger und Jüngerinnen zu werden. Und das ist das Wunderbare. Genau, ich glaube, das ist auch für unsere protestantischen Freunde, dass sie sehen, wir beten nicht die Mutter Gottes als Göttin an, das ist alles Brainwashing, man muss ausdrücken, was es ist, einfach falsch, das stimmt einfach nicht und du hast es super schön erklärt, was die Mutter Gottes macht, sie ist ein Glaubensvorbild für uns, wie man Glauben sieht, riskieren muss, oder? Und was ist so besonders an Medjugorje für dich? Im Moment die Sonne! ja, oder? Genau. Ja? Ja, was ist so? Es gibt ganz viele Dinge. Ich glaube, dass eines der stärksten Sachen, warum, oder der Merkmale ist, es ist so glaubensstärkend. Also gell, wenn ich denke oder auch schaue, was sich so tut, gerade im deutschsprachigen Raum, die Not ist oft so groß, die Kirche zerbröckelt und man fühlt sich oft so alleine als gläubiger Mensch. Ja. Und hierher zu kommen, das ist so einzutauchen, wirklich in eine große Familie. Und auch wenn man zunächst niemanden kennt, man spürt dann doch, und es war gerade die Heilige Messe, alle gemeinsam in der Kirche, alle singen und beten Gott an. Es ist wirklich die Familie Gottes, die gemeinsam Gott anbetet. Und das ist so stärkend. Man geht immer beschenkt von hier wieder weg. Und ich glaube, ja, das ist eines der Highlights. Aber es gibt ganz viele und da würde jetzt wahrscheinlich das Interview sprengen, nein, weil dann könnte ich stundenlang erzählen. Wir wollen alle zuhören, wir wollen es alle wissen. Ja. Ja, vielleicht etwas Persönliches. Ja. Also mein Ort in Medjugorje ist das Blaue Kreuz. Mhm. Werde ich jetzt dann auch hingehen mit einem Freund. Und das ist der Ort, wo die Mutter Gottes das erste Mal oder die ersten Male erschienen ist. Und ich habe persönlich ganz große Gnaden dort empfangen und dort erlebe ich ganz großen Frieden. Dort ist wirklich der Ort für mich, wo der Himmel die Erde berührt. Und ja, also es ist ganz witzig, auch Freunde haben sich dort verlobt und das ist, es scheint irgendwie so, nicht nur für mich, eben für mehrere, wirklich ein ganz besonderer Ort zu sein, wo die Gnaden besonders fließen, aber natürlich in jeder Heiligen Messe, in jeder Beichte, in dem Austausch mit den Geschwistern, die da sind, das ist immer ganz, ganz, ganz echt ein Geschenk. Wow, unglaublich. Ja. Und was ist für dich der Rosenkranz? Alle beten Rosenkranz hier? Wolltest du dann denken, oh Gott, ist für die alte Omi, die betet den Rosenkranz. Das sind junge Leute, die den Rosenkranz beten. Das habe ich auch immer gedacht. Mir gedacht, oh, jetzt bin ich gut 50 und ich kenne es noch aus meiner Jugend, dass immer die Mutterln mit ihren Kopftüchern in der Kirche Rosenkranz gebetet haben. Mir gedacht, das ist das schrecklichste Gebet überhaupt. Ja. Und es ist so, dass es hier, dass man echt eintaucht in diesen Gnadenstrom, wenn man den Rosenkranz betet. Also ich selbst habe unterschiedliche Gebetsformen. Ich bete ganz viel das Jesusgebet, wo ich mich einfach mit dem Herrn verbinde. Aber der Rosenkranz ist wirklich so wie, gell, es gibt, weiß nicht, wer es gesagt hat, das ist so dieser Rettungsanker, an dem kann man sich immer anhalten. Mhm. Und es gibt so viele Verheißungen, wenn wir den Rosenkranz beten. Mhm. Also selbst wenn man überhaupt keinen Zugang hat, ich möchte alle ermutigen, die das Video sehen, such dir das aus YouTube raus oder aus irgendeiner Beschreibung, wenn du nicht mehr weißt, wie du Rosenkranz betest. Und halt dich echt in deiner Not, in der du vielleicht stehst, wirklich an diesem Gebet an. Es gibt Verheißungen und so unendlich viele Zeugnisse darüber, was der Rosenkranz bewirkt. Und möchte echt ermutigen, es auszuprobieren und im eigenen Leben zu erfahren. Wow,
Und was hast du erfahren? Gebete wurden erhört? Gebete wurden erhört, ganz interessant. Oft ist es so, wenn ich irgendwie rastlos bin, unruhig bin und ich bete den Rosenkranz oder auch das Jesusgebet, ist eh kupfgekatscht für mich. Mhm. Aber dann ist es echt, das ist ganz interessant. Es kommt immer irgendwie Hoffnung, es kommt immer irgendwie Trost, es kommt immer irgendwie das Licht Gottes. Und von daher ist ja das ist wirklich eine Rettungsschnur, an die wir uns festhalten dürfen. Und für dich, Medjugorje, weißt du auch, ist, sag mal, der Beichtstuhl der Welt. Ja. Was willst du Leuten sagen, die beichtet? Haben wir alle Angst davor? Ja. Oh Gott, was denkt der Priester? Oh, ich liebe diese Frage. Ja? Ich war noch nicht beichten, ich werde heute beichten gehen, freue mich schon sehr. Wow, warum? Warum? Keine Angst? Also ist die Frage jetzt, zu wem ich spreche, ob ich zu Wiederholungstätern spreche. Die wissen, was die Gnade dabei auf der Beichte ist, aber die, die vielleicht schon lange nicht mehr beichten waren, denen möchte ich Mut machen, wirklich einen Priester zu suchen und in die Beichte zu gehen, auch wenn es vielleicht komisch klingt. Ich habe mir gestern erst wieder gedacht, warum brauchen wir so viel Psychologen, Psychotherapeuten? Und nicht, dass das schlecht wäre, ja? Ich nehme das auch in Anspruch. Aber die Beichte ist der Ort, wo ich allen Müll, den ich gebaut habe, und bei mir gibt es genug Müll, der echt bis zum Himmel stinkt, den nimmt Gott weg. Und da gibt es diese wunderbare Geschichte. Und zwar ist einmal Jesus ist jemandem erschienen. Mhm. Und die Person war sich nicht sicher, ob das wirklich Jesus ist. Es war eine Heilige, vielleicht weißt du es, wer es war. Mhm. Und die Person war so verunsichert, ist das wirklich Jesus, der erscheint? Und dann hat der Beichtpriester und der geistliche Begleiter dieser Person gesagt, nein, weißt du was, frag den Jesus oder den vermeintlichen Jesus, was deine letzten Sünden war. Und dann ist eben Jesus wieder erschienen und die Person hat dann Jesus gefragt, was sind meine letzten Sünden? Und Jesus sagt, von welchen Sünden sprichst du? Ich habe keine Ahnung mehr, weil dieser Mensch in der Beichte war. Und es ist wirklich so, dass Gott unsere Sünden vergisst. Er kann sich nicht einmal erinnern. Ja, das ist einfach so unglaublich. Wir werden reingewaschen und von allem. Und Gott sagt uns, ich entferne eure Schuld, so weit wie der Osten vom Westen ist. Und er wäscht uns rein und macht uns weiß wie Schnee. Bitte, welchen Gott gibt es, Jesus, wir lieben dich so sehr. Mohammed, keiner kann das, nur Jesus, ne? Nur Jesus, weil er der wahre Gott und wahre Mensch ist. Und wie bekommt man diese Freude, die du hast? Was muss wie man bekommt machen? Man Viele diese Leute Freude? Freude und Friede sein. Hm. Hat das was mit deinem Glauben zu tun? 100.000-prozentig, ja. Also ich bin echt auch in einer, es gab viele Jahre, wo ich friedlos unterwegs war und echt auch ganz viel im Zweifel und im Hadern und im echt in der, ich habe allen möglichen, bin ich nachgejagt, um das vermeintliche Glück zu suchen, aber das Glück ist wirklich Jesus zu kennen. Das Glück ist ihm unser Leben zu übergeben. Wie übergibt man sein Leben? Wie übergibt man Jesus sein Leben? Ich glaube, also es gibt verschiedene Formen, aber es fängt ganz einfach und scheinbar banal an, dass ich mich in meinem Zimmer, wenn man Gebetsecke hat, einfach hinsetzt oder auch, wo man auch immer ist und sagt, Jesus, du kennst mein Leben durch und durch und du liebst mich durch und durch. Du hast dich schon so gefreut auf den Tag, wenn ich gezeugt werde und wenn ich geboren werde. Und Jesus hat uns in seine Hand geschrieben seit Ewigkeit. Und er wird uns, wenn wir dann von dieser Welt abtreten, er wird uns mit weit offenen Armen empfangen. Und wenn ich einfach mir das bewusst mache und ich ihm sage, Jesus, ich gehöre dir, ganz egal, wie die Lebensumstände sind, dann antwortet Jesus auf meine Hingabe. Er antwortet ganz konkret. Und wie konkret? Also es ist nicht so, dass wenn ich das jetzt bete, alles, wenn ich, sagen wir mal, in einem Mist und Müll unterwegs bin, dass alles plötzlich anders ist. Das ist es nicht, weil Gott uns auch herausführt und uns schult und uns lehrt und uns einfach wirklich nach und nach immer mehr an sich zieht. Aber
Wir dürfen wissen, Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns, und Jesus ist der treue, wahrhaftig wahre Gott. Mhm. Und er ist es, der so nach und nach uns immer mehr an der Hand nimmt, weil wir zulassen. Gell? Er wird das gleich tun, aber wir sind oft so in unserer Welt und in unseren Gedanken, in unseren Problemen. Aber wenn wir einfach uns in dieses Wort stellen, dass er treu ist, dann dürfen wir es auch erfahren, dass er treu ist. Und so nach und nach verwandelt er unser Leben. Und das ist der Grund meiner Freude. Auch, ich meine, ich habe auch schlechte Tage, wie jeder Mensch. Ja. Aber diese Basis, der Grund dieser Freude ist, es ist einfach Jesus. Und selbst wenn ich ganz in übelsten Umständen bin, weil ich krank bin, weil ich einen lieben Menschen verloren habe, da bin ich natürlich zutiefst erschüttert und traurig. Aber es gibt eine Freude, die tiefer geht. Und diese Freude ist der Herr. Er ist es. Jesus ist die Freude. Jesus ist unser Leben. Er ist alles und er gibt uns alles. Du hast auch die Erfahrung gemacht, dass der genau sich um jeden Aspekt unseres Lebens sorgt und auch davon wissen möchte, ja, eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen muss. Ja, absolut. Um das kleinste Detail kümmert er sich, wenn wir es ihm überlassen oder wenn wir sagen, okay, Jesus, ich übergebe dir auch diesen Bereich meines Lebens. Es ist wirklich so, gell, am Anfang denkt man sich, boah, wer bin ich überhaupt, dass Gott mich so kennen wird, aber er sorgt sich um das kleinste Detail. Ich möchte alle challengen, die das Video sehen, wirklich einladen, dass du Jesus einfach eine ganz konkrete etwas bittest in deinem Leben. Zum Beispiel, boah, Jesus, ich habe deinen Wickel mit einer Person und das ist echt mühsam. Und ich habe es probiert, menschlich irgendwie wie da wieder eine gute Beziehung herzustellen, aber ich kann es nicht. Ich lade dich ein, bitte Jesus, dass diese Beziehung zu den Menschen, wo du sagst, boah, ist schwierig, dass du ganz konkret betest, dass der Herr diese Beziehung wiederherstellt. Und da darfst du ruhig alle Engel und Heiligen anrufen. Vielleicht hast du auch einen Lieblingsheiligen oder wende dich an deinen Schutzengel, an deinen ganz persönlichen Schutzengel und sag ihm, ma bitte lieber Schutzengel, hilf mir, dass ich die Beziehung zu diesen Menschen irgendwie wieder hinbekomme. Verbinde dich mit dem Schutzengel des anderen. Und dann sagst du, Jesus, bitte sorge du, wie die Schwester, ist mir gerade der Name entfallen. Ja, danke. Ja, die heilige Faustina, Schwester Faustina, wie die gesagt hat, Jesus, sorge du. Und ich lade alle ein, die das Video sehen, macht's das, probiert's das aus. Wie ist es, wenn ich echt sage, Jesus, sorge du? Und dann warte einige Zeit und vertraue Jesus immer wieder an. Vertraue es ihm an. Und warte und erwarte echt, dass Gott konkret einschreitet und dass er sich um diese Sache kümmert. Noch ein Tipp, also wenn ich sage, Jesus, sorge du, und das würde jetzt, ich würde, sagen wir mal, irgendwas haben und sage, Jesus, sorge du, und würde diese Sorge aber bei mir behalten, dann würde es nichts ändern. Weil dann sage ich zwar, es ist vielleicht ein Lippenbekenntnis, Jesus, sorge du, aber letztendlich gebe ich ihm ja nicht mein Thema. Also wenn ich sage, Jesus, sorge du, dann darf ich das auch ihm tatsächlich übergeben. Ihm sagen, Jesus, okay, und ich kümmere mich jetzt nicht mehr drum, es ist jetzt dein Kaffee, mach du das, sorge du. Und wenn dann diese Angst oder diese Sorge oder dieses vielleicht auch die Wut oder Enttäuschung wieder kommt, dann sage ich, nein, Jesus, sorge du. Das ist jetzt der Deal, den wir haben. Und nach einer Zeit schauen wir, wo ich stehe. Und ich darf echt sagen, sei voller Erwartung, dass Jesus ganz konkret dein Leben verändert und diese Beziehung, die gescheitert ist oder wo es irgendwie schwierig ist, dass Gott einen Weg eröffnet. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber Gott hat die besseren Pläne für unser Leben. Wow, das ist so schön. Und du hast von Heiligen gesprochen, du hast einen Lieblingsheiligen? Ich habe viele Lieblingsheilige. Es hängt immer davon ab, was ich gerade brauche oder wo ich irgendwie den Eindruck habe, der hat die besondere Gnade. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit der Technik Probleme habe, ich bin ganz viel in Online-Veranstaltungen, wenn die Technik fuchst, dann sage ich, bitte, seliger Carlo Acutis, hilf mir. Oder wenn ich zum Beispiel, ich liebe Assisi, dann ist mir wieder der heilige Franziskus näher. Ich liebe den heiligen Papst Johannes Paul II., ich liebe ihn so sehr. Also je nachdem, wo ich den Eindruck habe, ja, jetzt brauche ich mehr die Gnade, die auf diesem Heiligen, auf dem Leben dieses Heiligen lag,
rufe ich andere Heilige an. Also insofern habe ich ganz viele Heilige, Lieblingsheilige. Und, wow, super. Und für unsere protestantischen Freunde? Oh, wir lieben euch. Warte mal, ich muss was sagen. Ihr protestantischen Freunde, ich und wir lieben euch. Ja, ihr seid die Besten. Wisst ihr was? Ohne euch hätten wir nicht, wir Katholiken, nicht so einen fundierten Zugang zur Bibel. Also ich rede nicht jetzt als Theologin, aber ich rede von meinem Leben. Ich bin euch Protestanten so dankbar. Der Geschmack und die Gnade, die auf eurer Kirche, auf eurem Strom liegt, ist wirklich, dass ihr die Bibel durch und durch, also nicht nur lest, sondern wirklich sie meditiert, betet. Sehr regelrecht. Ich danke euch so sehr, ihr lieben Brüder und Schwestern in den protestantischen Gemeinden. Wirklich, ich bin zu ewigem Dank verpflichtet, weil ich durch euch, durch euch wirklich die Bibel in einem ganz neuen Licht und in einer neuen Bedeutung kennengelernt habe, dass Gott ganz konkret wirklich in seinem Wort lebt und dass er der ist, der immer gesagt hat, dass er ist. Und das finden wir im Wort Gottes. Also ihr lieben Protestanten, echt, wisst, wir lieben euch. Aber wir bleiben Katholiken, okay? Ja, das auf jeden Fall. Warum? Warum? Ja. Warum? Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Warum? Also ich kann für mich reden, ich weiß nicht, ob ich es allgemein sagen kann. Ich liebe meine katholische Kirche durch und durch. Sie ist mir Ort und Heimat und wirklich die Mama. Oh, ich liebe sie so sehr. Sie ist Braut Christi und ich könnte sie nie verlassen. Ich liebe sie so sehr mit allen Runzeln und Falten und mit allem, was auch nicht schön ist in der Kirche. Aber sie ist einfach Ort, der Ort, wo Gott ganz konkret sich offenbart und zeigt und sich schenkt in einer Art und Weise in den Sakramenten wie in der Eucharistie. Das ist der Ort, wo Gott ganz konkret sich zeigt. Vielleicht an ihr lieben protestantischen Geschwistern. Ihr wisst sicher, dass wir nicht nur eine Erinnerungsfeier haben, wie beim Abendmahl, sondern dass in jeder Eucharistie tatsächlich Jesus tatsächlich wahrhaftig gegenwärtig ist. Also sicher nicht der Substanz nach, das ist Brot und bleibt Brot, aber dem Wesen nach und dem Geist nach ist es ganz... Es gibt die eucharistischen Wunder, ja, dabei ist ja, Blut ja, genau, in der Hostie, also ja, das ganz ist Substanz genau, ganz auch. Genau. Ja, das ist also, Transsubstantiation. So ja, genau, ganz genau. Es ist, warum gehen die Jünger weg? Ihr habt die Bibel gelesen, unsere Freunde aus protestantischen Freunden. Warum gehen all diese Jünger weg? Die sind keine Kannibalen, heißt es auf Hochdeutsch. Und die 12 sagen, sie bleiben. Wir glauben, dass es wirklich dein Leib und dein Blut ist. Ja. Um das ganz klar auszudrücken. Genau. Und ihr lest die Bibel, Solo Scriptura. Und da scheint aber irgendwas nicht mehr zu stimmen. Weißt du was? Ich glaube, dass es jetzt genug ist. Ich freue mich total. Am Ende sag jetzt noch, warum sollen Leute mal nach Medjugorje kommen? Ah, das ist eine gute Frage. Ja? Come and see, würde ich sagen. Komm und schau dir es an und lass dich beschenken von dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Jesus segne dich. Ich weiß nicht, wann das auf YouTube gestellt wird. Ja? Wenn das jetzt in der Karwoche draufgestellt wird, dann wünsche ich euch allen, ob Katholiken, Protestanten, auch wenn du nicht Christ bist und das siehst, wünsche ich euch echt, dass der Herr euch zutiefst begegnet in dieser ganz besonderen Zeit, in der Karwoche, wo wir jetzt mit Jesus durch das Leiden gehen, seine Passion und hin zur Auferstehung. Und ich wünsche allen, die das anschauen, dass ihr wirklich eine persönliche Gottesbegegnung und Erfahrung jetzt habt und dass ihr dem lebendigen und auferstandenen Jesus begegnen dürft. Jesus segne euch alle. Und wir werden uns im Himmel wiedersehen. Ja, super. Baba. Kurze Frage noch, weil dieses Bibelzitat, hast du eins, was dir gut gefällt? Spontan, also muss nicht genau sein, so einfach vom Sinn her, fällt dir irgendeins ein? Mir fallen viele ein. Das, was ich besonders liebe, ist im Epheserbrief 3, 17, 18, wo es heißt, dass der Herr die Augen unseres Herzens erleuchten möge, damit wir sehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Und das möchte ich euch und Ihnen und allen zusagen. Wir sind zur Hoffnung berufen.
Christus ist unsere Hoffnung und er ist wirklich, wenn wir mit Christus gehen, dann gehen wir im Licht und gehen wir in der Hoffnung. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, wo du das Interview durchführst und allen, die das anschauen, dass ihr erfahrt, wir sind zur Hoffnung berufen. Zur Freude, wie du ja, strahlst, ja. Frieden. Und du siehst es auch so, für mich, Gebet ist ein persönliches Gespräch, das unbedingt. Leute verstehen, diese Worte unbedingt. Sind so ein bisschen altertümlich. Ist ein unbedingt. Persönliches Gespräch von ja. Herz zu Herz, oder? Ja. Ja, absolut. Danke sehr für das schöne Interview. Gerne.